Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Tag unserer Erdbeerwoche im Berufsschulzentrum am Westerberg. Wie ihr schon wisst, könnt ihr bei mir in der Einjährigen Berufsfachschule eine Ausbildung machen, wo sich alles rund um die gastronomische Ausbildung dreht. Erfahrene Meister in Küche, Service, Bäckerei und Fleischerei zeigen euch, was ihr alles in der Ausbildung erlernen könnt. Ein Highlight zeige ich euch heute schon mal. Heute geht es um flambierte Erdbeeren. Die bereite ich gleich für euch zu. Ihr dürft ja gerne mal nachkochen. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr zu mir in die Schule und da habt ihr ein ganzes Jahr Spaß und viel zu lernen. Da machen wir euch fit für eine Ausbildung und ihr seid nachher richtig gut vorbereitet. So, jetzt geht's gleich los. Ich zeige gleich einmal die Zutaten für die flambierten Erdbeeren. Cut. So, hier seht ihr auch schon die Zutaten. Einmal haben wir natürlich frische Erdbeeren. Je süßer, desto besser. Dann brauchen wir Zucker. Wir haben ein Orangenlikör, Grand Marnier. Wir haben einen Weinbrand oder Cognac. Wir nehmen zum Dekorieren nachher den schwarzen Pfeffer. Flambiergerät kennt ihr aus verschiedenen anderen Schulungen. Wir arbeiten natürlich nur mit Bestprodukten. Wir haben frische Orangen, frische Zitronen. Wir haben etwas Butter und wir haben etwas grünen Pfeffer. Diesen grünen Pfeffer habe ich vorher etwas eingeweicht in Orangensaft, dass er schön aromatisiert ist, schön fruchtig wird. Und den werden wir gleich ein bisschen klein drücken und in die Soße hineingeben. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Cut. So ihr Lieben, als erstes bereiten wir jetzt einmal den Pfeffer vor. Den Pfeffer, habe ich ja gesagt, haben wir etwas mariniert und den müssen wir ein bisschen klein machen. So, das könnt ihr am besten machen mit Löffel und Gabel. Und ihr nehmt die Gabel und geht damit auf den Pfeffer und verstärkt den Druck mit dem Löffel. Aber dann riecht man auch jetzt gleich schon das Aroma von Orangen und natürlich auch den Pfeffer. So, ihr solltet keinen harten Pfeffer nehmen, keine harten Körner, sondern schon eingeweichte, denn dann kommt der Geschmack richtig schön zur Geltung. So, das wäre schon mal fertig. Gut. Der Aufbau des Gerätes, das kennt ihr aus vergangenen Schulungen. Wir haben die Gaspatrone, wir haben einmal das Gerät, wir haben diesen kleinen Nupsi, das wisst ihr schon alles. Ihr legt die Patrone wieder ins Gerät hinein, so dass das genau wie einrastet. Vielleicht mache ich es einmal falsch und jetzt mal richtig seht, vielleicht das Rasten hört. So, man kann es ja auch so machen. Und ihr seht, da passt das nicht, also muss es einmal, ich drehe mal ganz rum. Schweige mal, dann hört ihr ein Geräusch. Klick, habt ihr gehört? Das muss es sein. So, wir machen das zu. Und schalten unser Gerät ein. Gut. So, als nächstes unsere Pfanne. Und in die Pfanne geben wir zuerst entweder Würfelzucker im Originalrezept. Etwas einfacher geht es mit Streuzucker. Im Regelfall nimmt man 2 bis 3 Löffelchen. Nicht zu viel Zucker, sonst wird es zu süß. So, was jetzt passiert ist folgendes. Wir karamellisieren den Zucker jetzt. Ihr kennt das bestimmt alle von der Kirmes, wenn ihr zum Beispiel so karamellisierte Weintrauben kauft oder auch Äpfel kauft, da kennt ihr das. Die machen nichts anderes, als diesen Zucker dementsprechend zu schmelzen und den mit Zuckerfarbe etwas einzufärben. So, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick, bis der Zucker schmilzt. Dann müsst ihr als nächstes mal die Butter bereitlegen. Wir brauchen Orangen und Zitronen. So, und je kleiner die Pfanne ist, desto besser ist das. Achtet darauf, dass ihr immer die Pfanne bewegt und nicht in der Pfanne herumkratzt, denn wir wollen den Zucker nachher in der Pfanne haben und nicht nachher an den Vorlegern. So. Der Zucker löst sich langsam, vielleicht seht ihr es hier schon, er wird langsam flüssig. Und wir versuchen jetzt, das so hinzubekommen, dass der Zucker eine ganz leichte Karamellfarbe bekommt. Das Schwierige dabei ist immer, der Zucker darf nicht verbrennen, weil dann bildet er Bitterstoffe. Wir wollen aber Karamell. So, jetzt ist der Zucker noch hell, das heißt also, er ist immer noch richtig süß. Da seht ihr, wir dann etwas gelb. So, in der Zwischenzeit nehme ich schon mal die Butter, damit es gleich schnell geht. Ich bewege die Pfanne so ein bisschen, ihr seht, aha, langsam wird es gelb. Man riecht auch schon die Röstaromen. So, immer die Pfanne ein bisschen bewegen. Da seht ihr jetzt richtig schön goldgelb wird das Ganze. Wir geben die Butter in die Pfanne und bewegen einfach die Pfanne so ein bisschen hin und her und lassen die Butter schön schmilzen. So. In der Zwischenzeit nehmen wir etwas Zitrone und geben die Zitrone in die Pfanne. Das macht man, um den Bratenansatz zu lösen. So,
Und gleich zügig Orangensaft hinzugeben. Das könnt ihr nach Belieben machen, wie ihr möchtet. Man kann auch einen guten Orangensaft kaufen. Aber ich finde mal mit frischer Ware ist es am schönsten. So. Wenn ihr gefrorene Erdbeeren habt, müsst ihr weniger Saft nehmen, weil die gefrorenen Erdbeeren noch Wasser enthalten. Und dann tritt das Wasser natürlich während des Garvorgangs aus. Und das könnte passieren, dass ihr nachher zu viel Flüssigkeit davon habt. Hier müsst ihr so ein bisschen variieren und nachschauen, wie viel Flüssigkeit ihr benötigt. So, das Ganze lassen wir jetzt etwas einreduzieren zu Karamell. Und wenn man jetzt das Ganze etwas erkalten lassen würde und ein bisschen Sahne drunter machen würde nachher, dann hätte man Karamellbonbons. So hat man das früher zu Hause gemacht, wenn man noch nicht so viel Geld hatte. Und die Mamas am Wochenende so dementsprechend auch Bonbons hergestellt. Eigentlich ganz witzig. So, um ein bisschen Geschmack an die Sache zu kriegen, geben wir ein bisschen Contreau hinzu. Contreau ist ein Orangenlikör. Immer die Pfanne runternehmen vom Ofen, das kennt ihr schon von mir. Denn ihr wisst ja, Alkohol entzündet sich bei ca. 76 Grad. Und wenn es zu heiß ist, kann es natürlich passieren, dass die Flamme dann dementsprechend in die Pfanne hineinspringt. Und das ist dann eigentlich nicht gewollt. So, ihr seht, es schäumt schon langsam ganz schön auf. Oh, das sieht schon ganz gut aus. Das riecht schon schön. So, und wenn wir dann eine gute Reduktion hergestellt haben, ein bisschen Karamell, dann geben wir einfach die Erdbeeren in die Pfanne. Die Grifftechnik kennt ihr, vom englischen und französischen Service her. Ihr solltet nicht gießen, also nicht einfach reingießen, das sieht nicht so schön für die Gäste aus. Wir wollen ja in Ruhe arbeiten und es ist ja auch eine Show. So, ich mache gerade drei Portionen fertig, ich habe zwei Schüler heute bei mir, die dürfen wir gleich probieren, die freuen sich schon, deswegen gibt es ein bisschen mehr Erdbeeren. So, zum Umrühren, schön vermengen, geben wir schön überall Karamell dran. Und lassen das Ganze jetzt schön einreduzieren. So, damit die Erdbeeren nicht zu matschig werden, stelle ich den Fond nach unten und gebe immer ein bisschen von dem heißen Fond nachher oben auf die Erdbeeren drauf. So, du kannst die Kamera mal ausmachen, bitte. So, ihr seht, die Reduktion ist sehr schön gelungen. Es ist wenig Flüssigkeit drin. Jetzt sollten wir das auch gut flambieren können. So, wir nehmen den Weinbrand in die Pfanne runter und geben einen guten Schuss Weinbrand in die Pfanne. Stellen das Ganze zum Erwärmen auf dieses Gerät. Und brennen unsere Erdbeeren richtig schön ab. Richtig schön heiß werden lassen, seht ihr, dann kommt die Flamme auch gut zum Vorschein. Mal richtig heiß werden lassen. Der Alkohol soll möglichst verbrennen. So, jetzt brennt das richtig schön. Gut, jetzt könnt ihr nach Bedarf den grünen Pfeffer zugeben. Jetzt riecht man Pfeffer und Aroma. So, dann sollten die Erdbeeren nicht zu matschig sein. Wir schütteln das Ganze mal herunter. Und wir richten das Ganze an, so wie ihr es kennt. Einmal im englischen Service, einmal im französischen Service. So, hängen wir da. Ist wieder wichtig, drunter herstreichen, schön sauber zu arbeiten. So. Wir steigen um, der Schnelligkeit halber, auf die nächste Technik. Das ist immer gut, mehrere Techniken zu können. Und ihr seht, hier gehe ich mit der Pfanne schön über den Teller. Und so kleckere ich noch weniger. So. Zur Krönung. Natürlich. Vanilleeis. Ja, eine Kugel darf gleich ein Schüler mehr essen.
So, und das Ganze dekorieren wir jetzt nochmal ein bisschen schön. Rand entlang. Mit schwarzem Pfeffer. So, ihr Lieben, haben jetzt drei schöne Desserte. Ich wünsche euch einen guten Appetit und freue mich auf die nächsten kleinen Clip, den ich mache für euch. Da geht es dann um ein Tiramisu mit Erdbeeren. Dann haben wir eine schöne, runde Erdbeerwoche hinter uns. So, viel Spaß beim Nachkochen. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und guten Appetit. Tschüss, euer Markus. So, ihr Lieben, das war der zweite Teil unserer Erdbeerwoche. Das waren die flambierten Erdbeeren, Acapulco sagt man dazu, mit schwarzem oder auch grünem Pfeffer, je nachdem, wie ihr es am liebsten mögt. Könnte auch ein Thema der diesjährigen Sommerprüfung bei den Restaurantfachleuten sein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Ja, viel Erfolg dabei. Hoffe, dass es euch schmeckt. Wünsche euch einen guten Appetit und auf bald mal. Tschüss, euer Markus. Macht's gut. Ciao.